Das habe ich schon mal zu dir gesagt. Ich habe so einiges gehört. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich habe da meine eigene Meinung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Man erzählt sich ja so einiges. Das höre ich zum ersten Mal. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Das weiß doch inzwischen jeder. Hey, du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Ja, renn so schnell du kannst! Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Warum hört eigentlich keiner auf? Meine Meinung kennst du ja schon. Man muss eben aufpassen, was man sagt. Jetzt geht's zur Sache! Aufhören! Sofort! Du meine Güte! Hier wird nicht... Noch nicht mal Gold. Deine Waffe nehme ich mal mit. Für den König! Für den König! Das hat er wirklich nicht verdient. Man erzählt sich ja so einiges. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich kann das nicht glauben. Der arme Kerl kann er nicht. Ich habe was anderes gehört. Selbst damit. Er erzählt alles weiter.
ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Die Torwachen sind angewiesen, dass wir sind. Das ist so aufregend. Ich kann das nicht glauben. Das ist doch alles nur geregelt. Das war doch klar. Das war genauso, wie du sagst. Wegen dem Paket. Hast du es gefunden? Die Probleme habe ich kaum. Ja, hier ist es. Gute Arbeit. Das Kraut werden wir sicher verwahren. Hier ist dein Sold. Hast du noch einen Job für mich? Du hast das Paket mit dem Sumpfkraut aus dem Verkehr gezogen. Gut. Aber ich will wissen, wer das Zeug unter die Leute bringt. Es muss irgendjemand im Hafenviertel sein. Würde jemand von außerhalb regelmäßig in die Stadt kommen, wäre er längst aufgefallen. Was genau soll ich tun? Finde den Verkäufer und bringe ihn dazu, dir Kraut zu verkaufen. Das wird nicht einfach, aber sonst können wir ihn nicht festnehmen. Sprich mit Mortis, er kennt sich im Hafenviertel aus. Vielleicht kann er dir helfen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich kann das nicht glauben. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wo hast du das denn schon wieder her? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Da kannst du nichts dran ändern. Davon lass ich lieber die Finger. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Man selbst ist doch noch nicht draufgekommen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch... Was weißt du über das Hafenviertel? Ich will denjenigen finden, der das Sumpfkraut verkauft. Tja, die Kerle da unten sind ziemlich verschwiegen. Und einem von der Stadtwache werden sie garantiert nichts erzählen. Ich kann das nicht glauben. Wenn du da unten was erfahren willst, dann solltest du... Nein, dann musst du deine Rüstung ablegen. Okay, und dann? Die Kneipe und das Bordell sind wohl die besten Anlaufstellen für dich. Wenn du was erfährst, dann erfährst du es da. Das war doch klar. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ist das wirklich wahr? Davon lass ich lieber die Finger. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Die Probleme habe ich kommen sehen. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich habe mir das schon gedacht. Meine Meinung will ja keiner hören. Die Probleme habe ich kommen sehen. Was? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meine Meinung will ja keiner hören. Die Probleme habe ich kommen. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ork-Angriffs entsprechend vorzubereiten. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Zählt sich ja so ein. Ja, der Kerl kann einem sein. Mir hatte das nicht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich kann das nicht mehr hören. Das hat er doch vorher gewusst. Das war doch klar. Der arme Kerl kann einem leid. Glaubst du wirklich daran? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche Informationen. Davon lasse ich lieber die Finger. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wo kann ich hier Kraut kaufen? Zählt sich ja so ein. Bei mir nicht. Okay, bei wem dann? Das ist doch alles. An nur deiner geredet. Stelle würde ich mal mit Meldor sprechen. Der raucht schließlich den ganzen Tag. Ich habe so einiges gehört. Ich bin ganz deiner Meinung. Das höre ich zum ersten Mal. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe so einiges gehört. Er hat auf die falschen Leute gehört. Was noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich hätte das nicht gemacht. Das höre ich zum ersten Mal. Mich brauchst du das nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Hey! Das ist doch kein Geheimnis mehr. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Wenn ich du wäre, würde ich es mal in der Roten Laterne versuchen. Das habe ich schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mich brauchst du das nicht. Der erzählt es gar nicht. Ich habe da meine eigene Meinung. Der arme Kerl kann einem leid. Meine Meinung will ja keiner hören. Das war doch klar. Glaubst du wirklich? Der arme Kerl kann einem leid. Was ist das denn schon wieder her? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich.
Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Kann ich hier auch besondere Ware bekommen? Klar. Alle meine Mädels sind was ganz Besonderes. Wenn du genug Gold hast, dann kannst du mit Nadja hochgehen. Wir können nur abwarten. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Brumor, wenn du dich amüsieren willst. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Brumor. Ich will keinen Ärger. Ich hab da meine eigene Meinung. Soll ich mich denn noch? Wer erzählt denn sowas? Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Brumor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, ja? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Erzähl mir von Lucia. Niemand ist dir wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elridge, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Wo sollten sie auch sonst hin? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Wo kann ich ihr Kraut kaufen? Wenn ich dir was erzählen soll, musst du schon ein paar Goldstücke locker machen. Wie viel willst du? 50 Goldstücke sollten reichen. Jetzt sag mir, wo ich Kraut kaufen kann. Sprich mit Borka, Süßer. Bei ihm bekommst du dein Kraut. Die nächsten Stunden gehören nur uns. Es ist Zeit, dass du dich entspannst.
Lehn dich zurück und genieße es. Wir können nur abwarten. Wenn ich es nicht mit. Ich habe mir das schon gedacht. Genau das habe ich auch gesagt. Ich habe so. Ich habe gehört, du verkaufst Kraut? Wer sagt das? Ich habe so einiges gehört. Das ist nicht wichtig. Ich will nur wissen, wer dich geschickt hat, um sicher zu sein, dass du in Ordnung bist. Was ich glauben soll. Man muss eben aufpassen. Willst du ein Geschäft machen oder nicht? Na schön, machen wir ein Geschäft. Ich will 50 Goldstücke von dir, dann kriegst du dein Kraut. Keine Verhandlung. Wir können nur abwarten. Lass uns ein Geschäft machen. Hier ist das Gold. Gut. Nicht, das hast du nicht gewusst. Meine Meinung. Hier ist ein frischer, harziger Stängelkraut. Das liegt doch auf der Hand. Davon lass ich lieber die Finger. Mich fragt ja keiner. Ich habe so einiges gehört. Die Probleme habe ich. Wir sind da alles möglich. Ich habe da meine eigene Meinung. Hier geht es besser. Selbst ist der da nicht. Erzähle ich gar nichts mehr. Ich habe was anderes gehört. Meinst du, mir geht es besser? Wegen dem Kraut. Ich weiß, wer das Kraut in der Stadt verkauft. Borka, der Türsteher der Roten Laterne. Tatsächlich? Haben wir dafür Beweise? Er hat mir Sumpfkraut verkauft. Gut, das genügt uns. Ich werde ihn sofort verhaften lassen. Hier ist dein Sold. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ist das wirklich?